Weidenbeeren. Ach so, das war ein Baum. Baum, ich meine, das war da so eine Steintafel wieder. Ja, das sind eigentlich relativ leichte Gegner. Ohne bitte, ohne. Ja, sag das, ist das hast du davor, weißt du, so hastig bist, jetzt hängst du unten fest. Ja. So. Hast du schon hinter dir? So, dann was haben wir denn da unten, Össi? Noch mehr, und da geht's dann oben, wo wir vorher oben geschaut haben. Wir lassen uns schon wieder ablenken. Wir wollten eigentlich. Oh. Wir wollten ja eher in Richtung Banditenlager. Ja, da laufst du in die verkehrte Richtung, du musst davon laufen. Ja, vielleicht nicht so. Nicht unbedingt so. Oh, ich glaube, das war nicht so gut. Ja, also sie sind eigentlich leichte Gegner. Eigentlich. Aber eben nicht so gut. Das waren wir bei der Warane. Sehr gut. Haben wir alle so am Hals, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich tot sein. Ja, das loben wir gleich nochmal, weil das geht nicht gut aus. Ja, das Kampfsystem ist ja nicht ganz so. Nicht das Beste von Gothic. Das war es allerdings beim ersten Teil auch schon nicht. Ja, den einen haben wir und dann nehmen wir den nächsten. Er trifft immer uns als erstes, das ist relativ beschissen. Und jetzt haben wir so Grotto geschafft. Ja, ich denke mal, die 100. Folge wird nicht besonders spannend. Weil wir gerade auf Ungeziefer-Jagd sind. Oh, nicht zu erhoben.
So, diesmal gehen wir aber da rundum. Hat sich Sorge, dass da noch von hinten gekommen. Zum Glück war das nicht der Fall. So, der nächste Kandidat. Gut, diesmal haben wir es besser gemacht. Waren das nicht mehr? Ach, da oben ist noch einer. Komm rüber. So, ganz gut. Ja, und jetzt erlösen wir dich von deinem Leid. So, das ist schon vorbei. Gut, jetzt haben wir da erinnert was gesehen. Ach, da gibt es gerade Pfeile. Naja, Pfeile können wir auch brauchen. Rostige Schwert zum Verkaufer. Da haben wir wieder Blauflieder. Da haben wir Heilpflanze und None. Gut. Können wir denn nur aufweh? Ja, nicht ganz. Aber er kommt nicht rüber. So, haben die eigentlich was dabei? Kopf der Fangheuschrecke. Da ist nichts zu holen. Naja, 50 Gold. Da unten brennt der Feuer. Was haben wir denn da? Sind das Molarats? Da haben wir halt einen Varan wieder. Hä? Aber wir lassen uns schon wieder sauber zu ablenken. Warum ist denn da ein Snapper? Wo kommen denn die Hunde her? Ach, ganz Rudel. Jetzt aber wickert. Wir haben nämlich wieder nicht gespeichert. Gut, wir wollten eh in die andere Richtung gehen. Wir waren so schon wieder auf Abwägen. Aber ich glaube, das kennt sie ja eh selber. Dass man sich da gerne mal ablenken lässt. So, jetzt glaube ich, waren wir im Westen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Jetzt gehen wir mal in die andere Richtung. Denn da soll sich das Banditenlager befinden. Können wir denn eigentlich hey, du. Mit irgendjemandem handeln?
Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die toten Wächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Lehre mich die fremde Sprache. Was denn für eine Sprache? Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Ach so, wir kannten Don. Wir kennen Don. Die Steintafeln Stufe 2 lesen. Genau, davon hätte man nämlich. Oh ne. Drei haben wir. Zwei Magie und eine mit Lebensenergie. Steintafel der Stärke. Gut, die haben wir benutzt. Gut, die anderen können wir nicht lesen. Das kann ich nicht lesen. Ja, das wissen wir. Bei wem haben wir denn eigentlich Tränke gekriegt? Vielleicht bei Saturas? Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Ich fürchte, er ist nicht sehr weit gekommen. Lance?